Was geht, Freunde? Bisschen anderes Video heute. Ich habe euch am Anfang der Saison gesagt, dass ich euch mit auf die Reise nehme. Und ja, dazu stehe ich auch. Guten wie auch in schlechten Zeiten. Dass es jetzt gerade am Tiefpunkt ist, hätte ich am Anfang der Saison auf keinen Fall gedacht. Dass es bei mir persönlich nicht gut läuft, bei uns in der Mannschaft schlecht läuft, ist gerade echt ein scheiß Zustand. Ich will auch auf die Einzelheiten gar nicht eingehen, weil das mannschaftsinterner sind und Sachen, die ich gar nicht so in die breite Öffentlichkeit raustreten will. Ich war auch ernsthaft am Überlegen, das Video gar nicht hochzuladen. Nicht, weil ich euch irgendwas verheimlichen will, wie wir spielen. Oder wie die Highlights sind. Ganz ehrlich, Freunde, das bin ich euch schuldig und das gehört auch zu der Serie dazu. Vielmehr, weil ich einfach das Gefühl hatte, mich auf mich zu fokussieren und einfach gerade komplett ideenlos zu sein, mich hier Woche für Woche hinzusetzen und irgendwie zu kommentieren, wie wir die Spiele verlieren. Mir muss das ganze Projekt natürlich auch Spaß machen und das ist Woche für Woche gerade einfach immer weniger der Fall, weil stellt euch vor, ihr müsst euch immer hinsetzen und kommentieren, wie ihr die Spiele verliert. Das ist ein echt scheiß Zustand, da müssen wir dran arbeiten, dass er sich wieder ändert. Da sind wir bei, das verspreche ich euch. Deswegen, wir schauen uns jetzt die Highlights an, in einer sehr abgespeckten Form. Also es sind fast nur die Tore dabei. Ich finde, das ist eine bessere Lösung, als es gar nicht hochzuladen und euch auch einfach hier verbal einmal kurz abzuholen, wo wir momentan stehen, was gerade abgeht. Ich hatte so eine Phase noch nie und es fühlt sich echt scheiße an. Wir müssen aber alle an einem Strang ziehen und aus dieser Phase wieder rauskommen und ich verspreche euch, wir werden aus der Phase rauskommen. Die Videos werden auch wieder geiler. Aber so ist es halt. Es gibt Höhenphasen und gerade sind wir in einer absoluten Tiefphase. So ist Fußball. Wir starten jetzt rein in die Highlights. Ich hoffe, ihr gebt dem Video trotzdem einen Daumen nach oben, um uns in der Situation zu unterstützen und dann sehen wir uns jetzt beim Spiel. Wir starten rein. Laufen jetzt hier gerade ein mit den Einlaufkindern. Wir in Rot, eigentlich ungewöhnlich zu Hause. Spiel mit Phil im Tor, Schuh, Eddie, Serro, Freddy, Kami, die Fünferkette, Marco, Tom, Williams davor. Und Dennis und ich vorne auf dem Pin im Doppelsturm. Und ja, hier laufen die Einlaufkinder jetzt gleich weg. Und wir starten in der ersten Minute rein ins Spiel. Anstoß für uns. Und in der 26. Minute, also ein großer Sprung nach vorne, kommen wir zu dieser Situation. Kami macht es hier stark, dann ist es ein schlechter Rückpass von Erkenschwick. Und hier bin ich frei vom Torwart, komme nicht mehr so richtig hin, dass ich kontrolliert schießen kann, bringe den Ball irgendwie aufs Tor. Hier hätte ich mich durchaus im Nachhinein fallen lassen können und eine rote Karte provozieren. Aber ich hatte natürlich irgendwie nur das Tor im Blick und im Fokus. Deswegen habe ich hier das Foul nicht gezogen und der Torwart macht es dann sehr, sehr stark im 1 gegen 1. Hier Erkenschwick, 35. Minute, bekommt hier den Elfmeter. Im Spiel hätte ich gesagt, das war keiner. Hier muss ich sagen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Kontakt auf jeden Fall da war. Eine Minute später, Stürmer von Erkenschwick tritt zum Elfmeter an. Und es steht 1:0 für Erkenschwick, kurz vor der Halbzeit in der 36. Minute. Sehr, sehr ärgerlich. Phil fängt jetzt hier die Ecke ab und der Schiedsrichter pfeift doch zur Halbzeit. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, hier ist auf jeden Fall was drin. 46. Minute Anstoß. Und ja, wir wollten auf jeden Fall nach vorne spielen. Kami hat hier den Ball auf der rechten Seite, der wird abgefangen. Und jetzt sind wir hier in der Innenverteidigung eigentlich unbedrängt, aber es wird dann auf einmal sehr, sehr brenzlig. Der Stürmer von Erkenschwick erobert den Ball, ist dann frei vom Keeper und macht aus dem Nichts das 2:0. Ein absoluter Dämpfer für uns und auch mental auf dem Platz. Trotzdem aber eine Minute später, langer Ball von Cirillo, sehr, sehr stark hinter die Kette. Dennis erkennt das, bringt den Ball auf die lange Ecke und wir verkürzen auf 2:1. Und ihr seht es auch jetzt, ich schnapp mir den Ball. Dennis macht sie richtig stark, bringt den Ball auf den zweiten Pfosten im Tor unter. Und ihr seht es auch hier am Anstoß. Freunde, ich wusste einfach, hier ist was drin. Ich habe das Team nochmal angeschrien, weil ich das Gefühl hatte, hier ist auf jeden Fall was drin, wenn wir jetzt den Ausgleich machen. Ein paar Minuten später, 56. Minute, Ecke für Erkenschwick. Und jetzt ruckelt es hier ein bisschen, der Ball ist aber in der langen Ecke drin. Der Verteidiger macht es gut, 59. Minute, wieder eine Ecke und hier steht es einfach 4:1. Innerhalb von 3 Minuten einfach das komplette Spiel gefühlt hergeschenkt. Und ja, durch die Standardsituation dann bei Ecken 2 Tore reinbekommen. Dennis macht es hier richtig stark, verkürzt nochmal auf 4:2. Über einen Volley, richtig gut, freut mich für Dennis, dass er seine ersten beiden Saisontore hier macht. Gutes Spiel von ihm. 92. Minute sind wir schon. Hier nochmal der Stürmer von Erkenschwick wird zu Fall gebracht von Phil. Es gibt Elfmeter und weil Phil den Stürmer an der Hose berührt, gibt der Schiedsrichter hier auch die rote Karte. Also absolut bitter. Kami als Rechtsverteidiger muss dann ins Tor, weil wir schon alle Wechseloptionen ausgeschöpft haben. Ja, und dann 92. Minute, der Schütze verschießt und somit bleibt es beim 4:2. Und der Schiedsrichter pfeift diese Partie ab. Ja, Freunde, ich habe es euch gesagt, das ist nicht das Video, was ich eigentlich hochladen will. Ich will eigentlich viel mehr Highlights reinpacken, viel
mit viel mehr Enthusiasmus kommentieren und dabei sein, aber ich bin gerade einfach an einem Punkt, wo ich meine Energie, die ich noch habe und meinen Optimismus einfach der Mannschaft schenken muss und mir schenken muss und dass es einfach wieder nach vorne geht. Ich hoffe, ihr versteht das. Trotzdem wollte ich dieses Video hochladen, um euch einfach auf den neuesten Stand zu bringen, weil ihr einfach dazugehört und das Ganze durch euch lebt. Das ist, glaube ich, im Endeffekt eine Phase, die uns sehr, sehr krass prägen wird, wo jeder sehr viel Erfahrung rausnehmen kann. Aktuell kann ich euch aber auch sagen, fühlt sich das brutal scheiße an. Wir müssen jetzt zusammenhalten als Team, als Verein und alles geben. Wir spielen am Wochenende in Siegen, die haben auch erst 4 Punkte. Gilt es dann da ein Dreier einzufahren und ich schwöre es euch, wir sind dazu in der Lage, eine Serie zu starten. Wir sind dazu in der Lage, auch uns da unten rauszukämpfen. Wir gehören da unten absolut nicht rein, bin ich euch ehrlich. Aber wir müssen einige Dinge abstellen. Somit war es das mit diesem Video, Freunde. Bleibt sportlich, bleibt gesund und dann sehen wir uns nächste Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit hoffentlich 3 Punkten und einem fröhlicheren Kasa. Und dann wird das Ganze wieder.